Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen Teil 10. Ich bin X-Rack und ich werde mich gleich mächtig über dieses Spiel aufregen. Insgeheim habe ich gar keine Pause gemacht, habe mich absolut gar nicht ausgeruht nach dem letzten Part. Ja, ja, weil ich genau das hier neu erleben wollte. Einfach try again, ganz im Ernst. Das ist jetzt schon egal. Was mache ich? Kann ich eigentlich hier laden oder so? Eigentlich wollte ich das Level von neu spielen, weil... Dein Ernst! Genau deswegen wollte ich das Level von neu spielen. Ach komm. So. Worauf ich jetzt achten werde, oder beziehungsweise wir, ist, dass ich, die Turrets ausschalte. Was mache ich? Im Ernst, was mache ich da? So, Punkt 1 ist, die Turrets auszuschalten, weil ihr seht, mit ist das wirklich kein Vergnügen. Was ist denn da wieder? Oh ja, Ernst, wieder... Schalt doch deinen blöden Pogo-Stick aus. Ja, ich bin ein bisschen angezipft, weil ich jetzt mit diesen Dingen hier jetzt nicht gerechnet habe. So, da unten ist schon der Schalter. Keen. Weißt du echt nicht, wie man... So. Und auch die Musik, die einen komplett verhöhnt und sich einen über... macht sich extrem lustig über einen, im Ernst. So. So, zweimal muss man jetzt hingedrückt haben. Boah! Habe ich mich erschreckt. Aber gut, die Turrets sind jetzt aus und deswegen speichere ich jetzt auf dem alten Slot ab. Wir haben den Key, wenn ich mich nicht irre. Chip Keys? Nein, haben wir nicht. Wo war der Key? Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier hin. Das wird hier mal zerschossen, einfach weil ich es kann. Und hier hatten wir ja unsere Probleme, weil wir hier durchgeschossen worden sind. Alles war gegen uns und es ist zwar noch immer so, aber nicht so schlimm. Wie war das? Was war eigentlich hier? Ja, ich habe es erst vor ein paar Minuten gespielt und habe schon vergessen. Okay, das war nur der Durchgang zu diesem ganzen Quatsch. So, wir haben gesehen, dass das ziemlich problematisch sein konnte. So, und jetzt einfach Achtung. Achtung, X-Rack, was jetzt gleich passieren wird. Ich weiß es nämlich nicht, weil... Da sind zwei Schalter. Aber die Schalter in diesem Spiel, die sind echt... Boah. Ich lasse ihn einfach einmal und gucke, ob ich da weiter nach oben komme. Ich kann nicht schießen ohne... Okay. So, durchgekommen bin ich hier ja. So katastrophal war das jetzt nun mal nicht. Ich denke, ich würde sogar hier rüber nach oben kommen. Was ist da? Ach, hier sind wir wieder. Verstehe. Nee, ich drücke jetzt keinen Schalter, weil ich befürchte, dass sich der Weg hier nach oben, genau hier nach oben, dadurch versperren könnte. So, X-Rack setzt zum Impossible auf. Und es funktioniert. Boah! Wäre das auch nicht einfach hier gegangen? Ja, aber hier wäre ich jetzt nicht hochgekommen. Das ist ja das Problem auf die Stange hier. So, also hier geht's nicht weiter. Ja, schön, Spiel! Ja, und hier wäre jetzt die Plattform anscheinend zu, wenn ich irgendeinen Schalter davon jetzt gedrückt hätte. Und tja, aufgegangen wäre es wohl auch nicht, weil doof und so. Ich speichere hier mal ab. Na,
Na, wie soll man jetzt da anders hochkommen? Ich verstehe es nicht. Ganz im Ernst, wie hätte ich jetzt hier anders hochkommen sollen? Eine Idee hätte ich da noch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt funktionieren würde. Und zwar von hier aus. Doch, es geht. Okay. Wo? Was zum Kuckuck jetzt im Ernst? Ach. Ohne Impossible wäre jetzt hier aber absolut gar nichts gegangen. Okay. Ich save hier und verpisse mich wieder mal. Denn das ist so ganz und gar nicht... Ich bin gestorben. Ich bin gestorben und die ganzen Turrets gehen wieder an. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Was? Ganz im Ernst? Ei. Ja, das ist die Kienkrankheit. Jetzt sind alle Turrets wieder an. Jetzt sind alle wieder an und mein Leben ist hier vorbei. Gelber Key ist eingesackt, plus irgendeiner dämlichen Karte. Was? Jetzt hier noch ein grüner Slot. Ich dachte, das wäre ein Loch. Ich bin hier nur rüber, um das hier zu öffnen. Ist das euer Ernst? Ja, und wie geht es hier jetzt eigentlich weiter? Ich weiß es nicht. Himmels Willen. Ich möchte hier weg. Ich überlege gerade, was ich tun soll. Ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem mal zurück und versuche, die Laser jetzt mal hier zu bändigen, weil ohne dem geht hier gar nichts. Geht das nicht? Geht das jetzt überhaupt nicht mehr, dass ich jetzt da irgendwie zurückkomme? Das ist doch... Okay, das funktioniert. Ich muss es riskieren. An dieser Stelle speichere ich jetzt mal ab. Ich muss es riskieren und sehen, was das hier für Auswirkungen jetzt nun hat. Okay, es ist nicht das, was ich befürchtet habe. Hier rechts ist irgendwas. Und hier ist auch ein Slot. Es gibt zwei blaue Slots? Wupp. Ja, so, was passiert jetzt hier dadurch? Ja, hier ist auch irgendwas Secret-mäßiges. Aber da ist noch ein Schalter. Ich gehe nochmal zurück. Wupp. Ich bin...
bin extrem überfragt. Es ist doch unglaublich irgendwie. Ich bin hier nonstop auf dem Schlauch. Da komme ich jetzt nicht durch. Ich komme hier nicht... Euer Ernst! Ja, ja, so. Ich mach das alle. Ich mach das jetzt mal alles an. Einfach weil ich es kann. Ich bin gerade angefressen. Im Ernst. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass das irgendwie wieder so ein Trollspiel ist. Los! Ich möchte nach oben. Aber die... Die Öffnung hätten die... Das hätte echt... Da! Ich habe eigentlich nichts verändert. Da, ich... Es muss Pixel... Boah! Genau sein, damit es funktioniert. Da ist der blaue Key, den man nicht einmal so richtig sieht. Geht's hier irgendwie noch lang? Nee. Ja, das... Ich meine, ich finde die Idee okay und ich finde sie auch schön und so. Ah, einen Moment. Boy! Aber es, die Umsetzung ist ein bisschen blöd. Okay, sehr schön. Jetzt müsste da oben was aufgegangen sein. Was bist du denn? The left switch is a fake, but the right one turns all the turrets off. Ja, na, sehr schön. Okay, jetzt ist die Frage, aber ich bin trotzdem neugierig. Was passiert, wenn ich diesen Switch hier berühre? Okay, nee, es ist echt ein Fake. Lindsay hatte mal recht. Oh. Badam, bam, 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 badadam. Okay. Diese Level alle wurden erledigt. Und hier gibt es, so wie ich das hier jetzt irgendwie... hier geht's nicht nach rechts oder so. Ja, eindeutig nicht X-Rack. Da ist ein Wahl-X-Rack. Jetzt frage ich mich, ob jetzt irgendwas hier oben dadurch aktiviert worden ist. Ja oder nein? Nee! Da ist nichts aufgemacht worden. Aha! Was wollt ihr? I cannot leave this place without all my friends and having saved the universe again. Na gut, der Joab und die Lindsay, die sind ja mal schon da. Aber, ja gut, aber wo geht's jetzt weiter? Ging's hier irgendwie lang? Nee. Huh. Das nächste Rätsel, vor dem ich stehe... Ach, hier unten ist irgendwas. Ja, toll, aber die Frage ist, wie ich da hinkomme. Ich drücke hier schon wie blöd. Na, mach mal. Das öffnet mir... Ja, ich gucke nach irgendwelchen Secret-Durchgängen oder so. Aber ich glaube, das wäre die oberste Gemeinheit hier in diesem Spiel. Ah, nee. Trotzdem, ich sehe, dass die Partlänge angemessen ist und deswegen mache ich an dieser Stelle hier neben diesem blauen Quadrat hier mal Schluss. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich eventuell nicht so klinge wie normal, aber ihr kennt das anscheinend von mir, denke ich mir mal. Wenn ich mich konzentrieren muss und frustriert bin, dann funktionieren gewisse Dinge wie normalerweise bei mir nicht. Sprich, das wirkt sich alles auf den Stil meiner Kommentierung dann aus. Und jetzt bin ich wieder an einer Stelle, wo es nicht weitergeht. Sprich, ich habe absolut nichts zu sagen, weil es in meinem Kopf gerade kocht. Und ich werde mich hier offscreen so ein bisschen umsehen, wie es hier eigentlich weitergeht. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.